Es gibt zwei Sachen: Wissen und Glauben, ja, den Herzen. Nicht immer, was dein Verstand dir sagt, ist dein Herz damit einverstanden. Und auch nicht immer das, was dein Herz dir sagt, ist dein Verstand damit einverstanden. Als Beispiel, es gab einen junger Mann, er hat gehört, dass irgendwo auf einer weiten Insel gibt es einen sehr weisen alten Mann und er hat das Rezept für das ewige Leben. Rezept für das ewige Leben, wer will nicht so ein Rezept haben? Es gab einmal ein Junge, ist gekommen zu seinem Rabbiner, sagt: Rebbe, ich will ewig leben, was soll ich machen? Sagt der Rabbiner zu ihm: Heirate. Heiraten, dann werde ich ewig leben. Sagt er: Nein, dann wirst du nicht mehr leben wollen. Aber der andere junge Mann hat gehört, es gibt irgendwo einen alten Mann ganz weit auf einer weiten Insel und er hat das Rezept für das ewige Leben. Er sagt: Ich werde hingehen und egal wie viel das kostet, ich werde von ihm dieses Rezept werde ich nehmen. Er nimmt sich ein Flugzeug und Ticket, fliegt hin, von da ein Flugzeug zum anderen und nachher mit einem Schiff, mit einem Boot, Rikscha, hin, her, da lange Reise, bis er nachher dort in dieser Insel ankommt und ein Rikscha-Fahrer fragt ihn: Wohin, wie komme ich zu diesem alten Mann? Sagt er: Dieser alte Mann, ich bin gerade jetzt vor seinem Begräbnis gekommen, er ist vor einer Stunde gestorben. Sagte: Ei, schade, hätte ich doch den früheren Flug genommen, hätte ich ihn noch erreichen können. Sagt ihm dieser Rikscha-Fahrer, der ein bisschen gescheit war, sagt ihm: Moment, wenn er gestorben ist, dann das Rezept, was er gehabt hat, hat ja gar nicht funktioniert. Dann lebt er nicht ewig. Sagt er: Nein, trotzdem. Es stimmt nicht, was du sagst. Es kann sein, dass sein Rezept wirklich funktioniert. Nur ob er selbst sich daran gerichtet hat oder nicht, das weiß nur der liebe Gott. Und kann sein, dass er sich nicht daran gehalten hat und gestorben ist. Und deswegen bedauere ich es, dass ich ihn nicht erreicht habe. Auch da, die Tora sagt uns: Ve'adata hayom vashemota eleva becha. Du sollst wissen, aber nicht nur mit dem Wissen fertig. Okay, ich weiß, ich bin ein Genie, ich kenne mich mit der ganzen Tora aus, ich kann von A bis Z die ganze Tora auswendig, frag mich jede Frage, du bekommst eine Antwort. Schön und gut, sich mit der Tora auszukennen, wunderbar, wunderschön. Aber ob du auch dementsprechend auch dich benimmst, ob dein Herz auch dementsprechend geht, ob du mit dem Glauben auch lebst. Ah, das sind diese Prüfungen oder was? Das ist die Sache.